Okay, was machen wir als nächstes? Wir könnten nach Hogsmeade. Und da könnten wir ein bisschen Fleisch essen, weißt du? Meat. In Hogsmeade? Verstanden! Hogsmeade! Guck mal, jetzt haben wir so lamentiert über ernste Themen die ganze Zeit und sowas. Jetzt kommen ein paar schlechte Witze, müssen wir jetzt wieder kommen. Hogsmeade, Hogsfleisch, komm. Fleisch, das man im Sitzen isst. Hogsmeade, weißt du? Ich hocke und fresse mein Fleisch. Komm, da haben wir es wieder. Was, du hast doch eine Eule, sonst würdest du keine Post bekommen. Ja, aber das ist doch kein richtiges Haustier. Das ist ja nur so ein Haustier, das... Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Das die ganze Zeit einfach nur irgendwo hocken bleibt. Na, wonach suchen Sie heute? Oh, Verbesserung. Eine Besenverbesserung für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit kaufe ich. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Ich verspreche Ihnen. Dankeschön. Oh, ich kann... Ah, Sachen verkaufen. Warte mal, ich will nur kurz sicher gehen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Ich denke gerade darüber nach, wie hässlich dein Pullover ist. Ich glaube, das wird sogar Polunder genannt, ne? Das wäre ja aber echt hässlich. Ein paar Modetipps geben. Oder du triffst im Hocken. Ja, Meet auf Englisch. Ja, stimmt. Im Hocken treffen geht auch. Aber ist ja nicht mein Witz gewesen. Weißt du, wenn es nicht meiner ist, ist es nicht lustig. Nee, du hast vollkommen recht. Ich hätte gern ein Hogsmeade mit einer Toffifee. Aber Meat, ich glaube, Engelskraft meint Meat mit M-E-E-T. Meat. Meat. So schreibt man es, glaube ich, oder? Meat. Treffen. M-E-A-T ist, genau. M-E-A-T ist halt Fleisch. Genau. Aber ich verstehe, ich habe dich verstanden, keine Sorge. Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt. Südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Ja, ich mach das. Ich bin ja der nette Typ von nebenan, der alles macht. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Dein Umhang sieht nicht besser aus. Bitte, was? Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Gelesen. Mein Umhang sieht fantastisch aus. Schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Aber dem sein Polunder, nein. Der geht gar nicht. So, genau. Eines wollte ich, bevor ich jetzt wieder vergesse. Ich wollte nur kurz gucken, meine Ausrüstung kurz durchchecken. Was ich davon eventuell noch... Nee, stimmt. Es ist also nichts dabei, was ich, glaube ich, noch besser machen könnte. Mhm. Genau, ich will ja gleich nur wieder die Sachen verkaufen, bevor ich wieder das Problem habe, dass ich gewisse Sachen... Und dann müsste ich vielleicht doch mal ins... in die Kammer der Wünsche, damit ich... Habe ich gerade da schon geguckt? Ne? Damit ich die zwei Sachen da eben auch nochmal analysieren lassen kann. Analysieren, Leute. Ich lasse sie analysieren. Ich ziehe sie mir quer durch den Arsch. Ja, ich wollte das Niveau wieder ein bisschen senken. Wir haben in letzter Zeit viel zu viel über diepe Themen gesprochen oder ernste Themen oder sowas. Nein, komm. Wir müssen das Niveau wieder auf das senken, wo es ursprünglich mal gewesen ist. RIP. Alle Neuen, die jetzt hier ganz frisch drin sind. Alter, was ist das für einer? Ich gehe wieder. Backfisch. Was? Was war das mit Toffi? Du musst dein Outfit mal neu machen, was? Transmoggen. Was? Ihr seht aus wie... Eckschwister. Beide in Altmännerklamotten.
Vor allem Eggschwister. Das sind Geschwister, die aus einem Ei stammen, oder? Also, danke, ja gut, das sind eigentlich Zwillinge, ne? Nennt man die auch Eggschwister? Nee, das muss was anderes sein. Sonst nennt man die ja Zwillinge. Aus eineiige Zwillinge. Das sind ja dann Eggschwister. Ist ja, oh, das ist so ein trendiger Jugendbegriff, ne? Das sind nicht mehr eineiige Zwillinge. Dauert ja auch viel zu lang, das auszusprechen. Das sind Eggschwister. Oh, das ist super. Komm, das, also wirklich, das ist jetzt, das ist wirklich mal ein trendiger Begriff, der sich wirklich etablieren sollte. Da bin ich ganz dabei. Eggschwister, viel besser als alles andere, was ich bisher gehört habe an Teenager-Begriffen. Das etabliert sich bestimmt. Hoffe ich doch mal. So, Hogwarts. Hogwarts. Ja, genau. Wir müssen ja wieder fliegen, ne? Ah, ne, ich wollte zum Raum der Wünsche noch zuerst. Boah, wie cringe, ey. Eggschwister. Ich finde das toll. Mir gefällt das. So. Identifizieren. Oh, oh, ich krieg einen Turban. Oh, geil, Alter. Wird ja auch mal langsam Zeit, dass mein Zylinder abgelöst wird. Sagt ihr eigentlich Zylinder oder Zylinder? Warte mal. Nein, ich sag dazu jetzt nichts. So. An alle Eggschwister da draußen. Wunderbar, dass sie so in Kräuterkunde aufblühen. Ich sehe aus, als würde ich gerade aus der Dusche kommen. Das, nein, das ist, ja, ich habe jetzt jeden beleidigt, der einen Turban trägt. Nein, es ist mir egal. Es gibt hübsche Turbane, definitiv, die gibt es für alle diejenigen, die professionell sich den Turban wickeln und so weiter. Das sieht halt, das sieht nicht toll aus. Das sieht, nein, das sieht aus, als ob ich aus der Dusche komme. Vor allem, wie viel, was ist das für Haar da drunter? Das ist viel zu dick. Das ist, als hätte ich da irgendwie eine Dauerwelle drunter oder so. Da ist ja viel zu viel Masse. Da bist du einfach Quirrell. Ja gut, wenn das so wäre, dann hätte ich Lord Voldemort noch hinten auf dem Hinterkopf drauf, ne? Also ich meine, von dem her wird es ja dann schon irgendwo, ne? Verfolgen nicht verfügbar. Eggschwister. Ich werde es nicht vergessen. Nie wieder. So, warte. Da muss ich hin, Alter. Okay. Ja, dann laufen wir da hin, oder? Nase. Spielst du Hexe oder Zauberer? Ich bin ein Zauberer. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Das vergisst du eh. Ich vergesse nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben was vergessen, Leute. Vielleicht habe ich einfach nur vergessen, dass ich gewisse Dinge einfach vergesse. Das ist ein Teufelskreis. Wenn du vergisst, dass du vergesslich bist, dann weißt du ja nicht, dass du vergisst. Du denkst, du bist voll allwissend und alles super dupi, spitzenmäßig, hyper duper geil. Ich weiß, ich könnte auch fliegen, aber ich will mal wieder ein bisschen laufen. Aber wenn ich vergesse, dass ich vergesslich bin, ist das ein Dilemma. Oh. Siehst du, wenn ich geflogen wäre, hätte ich jetzt kein 4 Gold gekriegt. Merkst du was? Und jetzt lügt er auch wer noch. Wer hier wohl gelebt hat? Ich habe vergessen, dass ich ein Lügner bin. Ach, Mann. Also aktuell siehst du eher nach einer Hexe aus. Hä? Finns? Ich sehe aus, als würde ich aus der Dusche kommen. Oh, da flog gerade jemand. Hast du es gesehen? Der ist aber in der Luft verschwunden. Ich habe jetzt Bock auf Pommes. Wir hatten vorhin von Pommes. Seitdem habe ich drüber nachgedacht, Leute, übrigens, ne? Dusche und Bademantel. Ich habe doch gerade gesagt, warum bin ich fliegen, Ryan? Hörst du mir überhaupt zu? Unglaublich. Lenja, natürlich hast du Pommes gegessen. Du isst immer Pommes. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bestehst aus Pommes.
Die sieht schon aus wie so eine Pommes. Oh Gott. Okay. Ja, ich finde, wenn man in der Oberwelt unterwegs ist, da könnte ein bisschen Musik nicht schaden. So ein kleines bisschen diesige Musik für, im Hintergrund, so. Und, Alter, cool, was ist das denn? Oh, ist das ein Puppentheater? Oh, nein, ach Mann, ich dachte, wir wären ein Puppentheater. Priya, mach doch ihr schön Puppe und so. Och nö, ich hätte jetzt gerade voll Bock auf ein Puppentheater. Oh, so ein Zauberpuppentheater. Oh, das wäre so cool. Warum? Ich will. Was ist das denn? Oh, Eier. Ah, Arschwinde-Eier. Die winden sich im Arsch, wenn du es da reinsteckst. Tut mir leid. Meine Gedankengänge sind meistens einfach nicht in Ordnung. Ich schäme mich manchmal direkt, wenn ich es ausspreche, dass ich es ausgesprochen habe. Es tut mir leid. Ja, ich schäme mich. Ich mache ein Entschuldigungsvideo, okay? Das hauen wir dann auch auf YouTube und das lasse ich dann mindestens 24 Stunden laufen. Das muss reichen. Das hat bestimmt gar keiner mitgekriegt. Mir hört eh keiner zu. Mit Tränen. Ja, genau, so richtig. Ich wollte nicht Eier sagen. Ich finde es übrigens kritisch, dass man bei Hogwarts in Häusern einbrechen und Sachen klauen kann und dafür keinen Ärger bekommt. Es sind ja Zauberer. Die können die Sachen ja wieder herzaubern. Das ist ja das Praktische. Wenn du irgendwo was klaust, stell dir mal vor, du hast einen Einbrecher. Es bricht ein Einbrecher bei dir, Hexe, ein. Und dann gehst du hin und sagst, oh Mist, ah, jetzt ist meine Nintendo Switch weg. Ich zauber mir einfach wieder eine. Das ist ja das Praktische daran. Wieso, wenn man Magier ist, kann man sich doch eh alles herzaubern. Vielleicht hat es ja jemand geklaut, der nicht zaubern kann. Das wäre halt so in dem Sinne auf jeden Fall. Wäre das auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehbarer, ne? Reveli. Da war gerade was. Nee, hier war was. Ich hab's gesehen. Hier war wirklich was. Nein, hier war wirklich was. Ich hab das gesehen im Augenwinkel. Hier war ein. Ich hab das gesehen. Da ist es. Ich wusste es doch. Juwelenbrosche. Boah, ist die hässlich. Diese wunderschöne Brosche, die Anführungszeichen fehlen, stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau ist unklar, aber manche glauben, es handele sich um einen der Vögel der mittelalterlichen irischen Druidin Cliodna. Ja, genau. An die habe ich auch sofort gedacht. Die Kranken in den Schlaf sangen. Ja, okay, gut. Oh, Nebenquest. Tschui. Aber schön hier. Das Haus gefällt mir. Das muss zu etwas Großem führen. Oh, die sieht aus wie so eine richtige Hexe. Elfia sieht aus... Elfia Twiddle. Die sieht echt aus wie so eine richtige Hexe. So stelle ich mir Hexen immer vor. Die sitzen auf einsamen Stühlen, trinken komischen Tee, der wahrscheinlich nach... keine Ahnung, Brennnessel schmeckt. Und haben so komische Hüte auf. Jetzt fehlt nur noch die Warze. Und eine krächzende Stimme. Haben Sie gut, ich sehe auch nicht gesagt? Viel besser aus im Turban. Ne? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Alfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Okay,
Aber eben Rätsel, da bin ich immer dabei. Ich liebe Rätsel. So, erzähl es mir wirklich. Lauri, danke, dass du da warst. Was? Oh, ziemlich lange, hast lieb ziemlich lange durchgehalten. Vielen Dank. Ich wünsche dir guten Appetit. Viel Spaß bei deiner Pizza. Ich will jetzt auch. Ich hasse dich. Ich will auch Pizza. Ich will Pommes, Pizza, alles. Burger noch dazu. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ja, also, mache ich auf jeden Fall. Aber natürlich ein bisschen mehr Informationen wäre nicht schlecht. Ich meine, immerhin ist Ihr Mann gestorben auf dem Suchen nach dem Ding. Sie hat ja gerade gesagt, er wollte es gerade rausfinden und dann... Also irgendwas schien dann im Argen zu sein, oder? Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Na dann. Gut, das bringt... Ja, jetzt weiß ich, wie gefährlich das ist. Danke. Mehr Informationen wäre schon irgendwie sinnvoll gewesen, aber gut. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Die sitzt auf einem einsamen Stuhl, redet mit sich selbst und trinkt Tee. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ich sollte eigentlich nichts machen von dem, was sie sagt. Die scheint nicht ganz... Ja, ja, okay. Es ist in Ordnung, ne? Es kann, der Schein kann trügen, aber irgendwie macht sie für mich nicht gerade den vertrauenserweckendsten Eindruck. Die malt ein Bild. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Aber ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Du hältst den Zauberstab anstatt des Pinsels. Bewegst den Zauberstab aber genauso wie den Pinsel. Kannst du nicht eine Stufe überspringen und einfach den Pinsel halten? Sie bewegt doch den Zauberstab genauso wie den Pinsel. Dann kannst du doch gleich den Pinsel halten. Das macht doch kein... Das macht nicht wirklich Sinn, oder? Gut, ich sag mal so, sie sieht halt mehr. Das ist schon praktischer. Sie sieht halt mehr. Sie kann sich weiter nach hinten setzen und dann halt eben von da hinten aus malen oder so. Aber trotzdem, eigentlich bräuchte es dafür keine Magie. Oder sehe ich das falsch? Bei mir gibt es gleich Sushi. Hab schon lange nicht gegessen. Könnte ich mir auch mal wieder bestellen. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Und dann abholen, weil hier liefert ja nichts. Ich wohne ja im Pupsnesthausen. Da liefert nichts. Oder warte mal ganz kurz. Wenn ich sowieso schon hier stehe, da war doch jetzt gerade noch eine Merlins-Quest, ne? Ja. Komm, die nimm mal noch mit. Das hat bestimmt was hiermit zu tun. Warte, ich muss sie erst aktivieren. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja gut, das war jetzt nicht schwer zu erkennen. Siehst du? Was habe ich davon? Confringo! Und noch eins? Nee. Geht das auf Zeit? Nee, oder? Doch. Irgendwo ist noch ein drittes. Ich habe gedacht, das wäre was mit dem Ballon, aber ich glaube nicht, dass es was mit dem Ballon zu tun hat. Vielleicht da oben irgendwo? Ah, da hinten, oder was? Ah! Okay, aber das ist ein bisschen arg weit weg. Okay, das ist wahrscheinlich die Quest hier, ne? Also, das Schwierige daran ist, das Ding da hinten noch schnell zu bekommen. Schnell, schnell. Nein! Oh, shit. Vielleicht doch damit anfangen. So. Nein! Ach, mach doch! Hat gereicht? Ja! Puh. Oh. Ich stelle mich aber auch mal doof an, ne? Ich hätte das schon
15 Minuten schneller gehen können. Er weiß doch schon, was Merlin ist. Was? Er weiß nicht, was es bringt, deswegen hatte ich gefragt. Hä? Was, was? Hä? Ja, was habe ich schon wieder nicht... Ach, Leute, ich habe schon wieder irgendwas nicht mitgekriegt. Ja, ist gut. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Was soll ich heute tun? Was soll er heute tun? Was soll ich heute tun? Was soll ich tun? Schon gut, hoffe ich. Ja, genau. Ihr verarscht mich wieder, weißt du? Und dann bin ich wieder derjenige, der euch immer Böses will. Und dann werde ich im Chat immer so veräppelt. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich verarsche dich nie. Ja, genau. Nein, ihr verhohnepiepelt mich. Also verarschen ist vielleicht ein bisschen fies formuliert. Ihr verhohnepiepelt mich. Zack. So. Da ist eine Stadt. Hier ist irgendwas. Das ist zu einfach. Hier ist jemand gestorben, um das zu bekommen. Das ist zu einfach. Was muss ich jetzt hier machen? Da ist eine Statue. Hm. Okay. Was steht denn da? Aktiviere die Statue, aber ich kann nichts machen. Muss ich da drauf? Hä? Guck hinter deinem Kopf. Was da? Was denn? Oben in der Ecke. Da ist Slytherin. Da ist eine Schlange drauf. Das sind ganz viele Dinge auf jeden Fall. Versuchen alle Vasen da zu ist Chucky. Halt mal auf mit Chucky. Ich könnte die alle Vasen kaputt machen, ja. Ist das Sinn der Sache? Ist das die Quest? Mach einfach alle Vasen kaputt. Das fand ich jetzt aber ein bisschen zu lame, oder? Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Ernsthaft? Ich bereite mich für die nächste Vasektomie vor. Ich war auch letztens im Vasen. Da gab es so einen ganz tollen Freizeitpark. Mehr blöde Sprüche fallen mir jetzt gerade nicht ein. Gibt's da noch mehr? Ich guck hier gerade drauf. Ah! Draußen, weil ich gedacht habe, irgendwie drin gibt es ja wahrscheinlich nichts mehr. Es ist wirklich so. Also, ich habe ja damit. Geschafft. Nur noch eine Vase. Oh, die letzte. Die ist immer fies, ne? Das ist immer die eine fiese, die man nicht finden will. Was? Was hast du jetzt für. Hast du jetzt ernsthaft geklippt, wie ich nach hinten geguckt habe? Das war dir ein Clip wert? Weil du gesagt hast, guck nach hinten und ich habe nach hinten geguckt? Das war dir ein Clip wert? Ich feier das. Das war doch ein typischer doofer Toffee, wie immer. Toffee as Toffee can. Das war's. Ja. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Davon soll ich ihr erzählen, dass er jetzt die Arme aufgemacht hat? Das ist Jesus. Ich sag doch, der hatte einen Zauberstab. Meine Jünger, lasst mich euch verzaubern. Was meinst du, wie der Wasser zu Wein verwandelt hat? Das war Ollivanders Zauberstab. Denkst du, hat er das einfach so gemacht? Startkampfvariante. Was? Ich sehe nichts.
Was denn? Wo denn? Wie? Was? Welle 1? Oh nein! Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Wow, wow, wow. Hui. Aua, ich brenne. Hui. Aber ich muss nur einen Gegner besiegen, das finde ich gut. Welle 1, einen Gegner, finde ich super. Oh Gott. Wow, wow. So viel zum Thema. Ich will die Welle nicht mehr machen. Wow. Wow. Hui. Nein, nein. Ach, mit geht das nicht. Ich wollte es gerade sagen. Wow, wow. Wow, Alter. Dieses Ausweichen muss man viel zu oft machen. Meiner Meinung nach. Wow. Hui. Welle abgeschlossen. Stimmt, der Koloss weniger. Ja, aber nur einer. Da kommt doch noch Welle 2. Das ist viel zu viel. Ich will keine Kampfarena. Oh Gott. Hilfe. Alter. Au. Ja, Alter, wie viele. Uiuiuiui. Alter, ich komm hier nicht weg. Hui. Und wenigstens treffe ich auch noch ein paar andere. Ich kann gerade überhaupt nichts sagen, Leute. Ich bin so dermaßen überfordert mit dem Ding hier. Ups. Hui. Hui. Ups. Aua. Feuer hat hier nicht geklappt. Shit. Oh. Oh. Es ist so anstrengend. Magst du Schmerzen? Magst du Schmerzen, Alter? Ja, ich bin total masochistisch veranlagt. Hui. Oh Gott. Oh, Spinnen. Ui, ah, vergessen auszuweichen. Entschuldigung, muss mal kurz sein. Das Gefühl, ich komme hier sonst nicht weiter. Oh. Ey, ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Ich hab's genau gesehen. Voll die Verarsche. Au. Alter, wie viele... Einfach zu viele. Es sind zu viele. So. Voll der Angriff hier. Es ist zu viel los. Ich bin so überfordert. Oh Gott, im Himmel. Warum tut Jesus mir das an? Die Jesus-Statue war das. Ich weiß es. Es ist einfach so viel los. Ich hoffe, das war die letzte Welle. Das ist die letzte Welle. Welle, 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 Welle. Okay, wo ist der letzte? Ah. Ach, der blöde Penner da hinten. Ist das der letzte? Ich weiß. Oh. Ich glaube, das ist noch nicht mal der letzte, ne? Uiuiuiui. Welle abgeschlossen. Welle 4. Es hört nicht auf. Du schaffst das. Es hört aber nicht auf. Ich will, dass es aufhört. Bitte mach, dass es aufhört.
Nein, nein, nein. Oh, falscher Knopf. Oh, und das ist ja genau, wollte ich gerade sagen. Das zieht noch nicht mal wirklich viel ab hier. Okay, ich glaube, ich sollte mich auf den gar nicht fokussieren hier. Erstmal auf die kleinen Mistviecher. Oh, ah, shit. Falscher Knopf gedrückt. Alter, es ist zu viel los. So überfordert. Alter, ja genau. Ich bin so überfordert. Geh weg. Geht alle weg. Alter. Es ist... Ich komm doch gar nicht hinterher. Alter. Alter. Es ist so viel. Es ist viel zu viel. Oh. Alter. Oh Gott. Ich komm nicht. Ich komm mir wirklich nicht hinterher. Es sind zu viele Gegner. Noch ein kleiner Mini-Kacker, oder? Genau, der da. Der muss mal weg. Au, scheiße. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Leute. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich habe keinen Trank mehr. Ich habe keinen Trank mehr. Ich habe keinen Trank mehr. Ich kann ihn nicht anvisieren, Mann. Visier ihn doch jetzt an. Oh. Oh, ich hab keinen Trank mehr. Das ist aber nicht die letzte Welle wahrscheinlich, ne? Nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Ich kämpfe bis zum Schluss. Ich kämpfe bis zum Schluss. Oh, ist das anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe keinen Trank mehr und habe fast kein Leben mehr. Oh. Entspann dich, mein großer Freund. Was? Ich hab doch keinen Trank mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Ich werde sterben. Ich sehe mein Ende kommen. Hilfe, es geht nicht mehr. Oh Gott, es geht nicht mehr. Oh Gott, es geht nicht mehr. Alter. Oh Gott, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Was? Ich bin immer noch nicht tot? Was? 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 Könnt ihr mir in Ruhe... Jetzt bin ich tot. Alter. Alter, ist das anstrengend gewesen. Nee. Alter, war das anstrengend. Oh. Das war knapp... Ja. Aber es war auch mega anstrengend. Oh, für First Try fand ich das auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber... Oh, Uff. Es wäre schon schön gewesen, wenn es jetzt noch fertig gewesen wäre, aber ich hatte halt leider keinen Trank mehr. Ich müsste mindestens noch 2, 3 Tränke mitnehmen. Ich glaube, dann würde ich mich besser fühlen, aber komm, das mache ich wann anders. Ich habe da jetzt keinen Nerv zu. Uiuiuiui. Hä? Was soll ich sagen? Flieg! Flieg und Sieg. Oh.